Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, was für ein Auftritt, was für ein blamabler, schwacher Auftritt. Unglaublich. Ich habe Sie erlebt, ich habe Sie hier erlebt bei Covid und Corona, und Sie waren, weiß Gott, nicht gut und Herr der Lage. Aber so schwach, so nichtssagend und so an der Lage vorbei wie heute waren Sie noch nie. Wir haben seit 2015 jedes Jahr Hunderttausende sogenannte Flüchtlinge, die nach Brandenburg kommen. Im letzten Jahr waren es 43.000. Die Situation ist dramatischer als 2015. Die Landräte, die Städte und Gemeinden können nicht mehr, weil es keine Kapazitäten mehr gibt. Sie rufen nach Änderung. Und was machen Sie? Sie kommen her, Sie lenken ab. Auf perfide Art und Weise lenken Sie ab mit Ihrer ganzen, mit Ihrem Pseudo-RBW-Skandal. Sie erschöpfen sich in Redensarten, im Konjunktiv und in Ankündigungen. Sie machen nicht eine einzige konkrete Aussage. Und die einzige, die Sie machen zum Geld, die ist so jämmerlich, dass Sie sich schämen sollten. Aber der Reihe nach. Sie sprachen von drei Punkten, die Sie bei diesem sogenannten Flüchtlingsgipfel angesprochen hätten. Erstens den Zugang. Es ist unfassbar, der Ministerpräsident kommt hier in diesen Landtag und erzählt uns nach 10 Jahren missbräuchlicher Anwendung des Aufenthaltsgesetzes etwas über die Rechtslage. Haben Sie beim Bundeskanzler und mit Ihren Kollegen darüber gesprochen, wie dieser Rechtslage endlich mal Geltung verschafft werden kann? Haben Sie, der einen Amtseid geleistet hat, sich darum gekümmert, dass diesem Amtseid endlich Genüge getan wird? Sie haben es nicht getan. Sie bleiben wieder im Wagen. Und natürlich, wenn es um den Zugang geht, dann haben Sie den wesentlichen Punkt vergessen. Grenzen zu, Grenzen kontrollieren, jede illegale Einwanderung unterbinden, konsequent. Ihr zweiter Punkt bezog sich auf die Finanzen. Und das ist ja nun ein Gebiet, wo ich seit einem halben Jahr versuche, hier in diesem Landtag Klarheit herbeizuführen. Ich habe es bisher nie bekommen. Und dass Sie nicht durchsehen, Herr Woidke, das wird aus Ihren Angaben deutlich. Und wenn es nicht so ist, dass Sie doch durchsehen, dann wäre es eine ganz unglaubliche Lüge und Lügnerei. Aber das unterstelle ich Ihnen nicht. Sie sprachen, als ich heute Morgen in den Nachrichten hörte, eine Milliarde für die Länder zur Unterstützung für die Unterbringung der Migranten. Eine Milliarde, da habe ich mich gefragt, ist das jetzt für Brandenburg oder ist das für Berlin oder für wen? Es ist für die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Nach Königsteiner Schlüssel hätte ich erwartet, dass Brandenburg von dieser 1 Milliarde 35 Millionen bekommt. Sie haben es rausverhandelt, dass es nur 30 Millionen sind. Sehr gut. Dann gucken wir mal, wie weit wir mit diesen 30 Millionen kommen, Herr Ministerpräsident. Der Hessische Städtetag hat eine Kalkulation vorgelegt, was denn so ein Migrant im Jahr kostet. Und der Brandenburger Städte- und Gemeindebund hat diese Kalkulation bestätigt. Und gemäß dieser Kalkulation, ich kann es Ihnen mal sagen, damit sie sich endlich mal protokolliert wird und jeder nachlesen kann und hier Bescheid weiß, kostet ein Migrant 75 Euro pro Tag Unterbringung, Verpflegung, Betriebskosten, 25 Euro pro Tag psychosomale Betreuung, 15 Euro pro Tag Sozialarbeit, 10 Euro pro Tag Sicherheitsdienst. Macht 125 Euro pro Tag, da sind die Gesundheitskosten nicht bei. Macht mal 365, 45.000 Euro im Jahr. 45.000 Euro im Jahr pro ein Migrant. Und dann gucken wir mal, haben Sie 30 Millionen rausgehandelt als Ministerpräsidenten, heldenhaft, fast so tapfer, wie Sie Angela Merkel gegenübertreten sind. 30 Millionen, wie viele Migranten werden von diesen 30 Millionen versorgt werden können? Dann teilen wir also 30 Millionen durch 45.000 und kommen auf 666 Migranten. 666 Migranten. Allein im Januar 2024, Herr Woidke, sind über 900 Migranten gekommen. Da können Sie die Migranten für drei Wochen mit versorgen. Aber wir haben inzwischen schon 5 Monate in diesem Jahr oder 4,5 Monate hinter uns. Das Geld reicht vorne und hinten nicht. Der Fraktionsvorsitzende, Ihr Fraktionsvorsitzende der SPD, Ihr Fraktionskollege, Sie sind ja immer noch Abgeordneter, wahrscheinlich, jetzt weiß ich auch warum, weil Sie Angst haben, die Amtszeit als Ministerpräsident nicht zu überstehen. Also, Ihr Fraktionsvorsitzender hat uns hier beim letzten Plenum von der 1 Milliarde Euro erzählt, die unter Inanspruchnahme der 270 Millionen aus dem Eisenplan 20, der Bundeszuschüsse und übrigens des Brandenburg-Pakets zusammenkommen in 2 Jahren, also 500 Millionen Euro pro Jahr.
Ich finde übrigens die Inanspruchnahme des Brandenburg-Pakets für die Versorgung von Migranten skandalös und ich halte das für einen Verfassungsbruch. Wenn wir also diese 500 Millionen durch 45 dividieren, durch die 45.000, die jeder Migrant kostet, dann kommen wir auf 11.000 Migranten. Und dann haben wir nochmal 666 dazu, dann kommen wir auf 11.766 Migranten. Aber es sind allein im vorigen Jahr 43.000 gekommen und diesem Jahr sollen 26.000 kommen. Das Geld reicht vorne und reicht hinten nicht. Und ich frage Sie, Herr Woidke, wie will Ihre Landesregierung, wie wollen Sie diese Migranten, von welchem Geld sollen die bezahlt werden? Und ich hätte erwartet, dass Sie, wenn Sie hier in den Landtag kommen, uns darauf eine Antwort geben. Sie haben sich ja dazu intensiv beraten. Sie haben keine Antwort darauf und das ist blamabel nach so vielen Jahren Flüchtlingspolitik. Und dann kommen wir noch zu dem Spurwechsel. Ein Skandal oder zwei Skandale reichen ja hier nicht bei dieser Migrationspolitik, dem Spurwechsel. Sie vermengen nach wie vor systematisch Flucht und Zuwanderung. Flüchtlinge, Herr Woidke, Flüchtlinge brauchen keine Integration, die sind nämlich auf der Flucht. Integration bedeutet fest an einem Platz bleiben. Und integrieren müssen wir Leute, die zuwandern, weil sie hierher kommen wollen und unsere Werte akzeptieren, aber nicht Flüchtlinge. Flüchtlinge haben, auch das ist Gesetzeslage, Anspruch auf temporären Aufenthalt. Und zwar nur die Hälfte von denen, die hier kommen, nach Bundesamt für Migration, die andere Hälfte nicht mal. Und politisch Verfolgte nach Artikel 16a Grundgesetz haben wir nicht mal 1%. Und eigentlich ist das der einzige Kreis, der wirklich berechtigt wäre, hier nach Deutschland zu kommen. Sie vermengen nach wie vor systematisch Zuwanderung und Flucht. Und indem Sie das machen, schaffen Sie nach wie vor Anreize für die illegale Einwanderung nach Deutschland. Mit Ihrer Politik und mit Ihnen ganz persönlich, Herr Woidke, wird es nicht anders werden in Deutschland. Es wird nicht anders werden in Brandenburg. Es wird nicht besser werden in Brandenburg. Nicht mit der Fluchtpolitik, mit keiner Politik. Und wenn Sie dem Land einen Gefallen tun wollen, dann treten Sie endlich ab. Herr Abgeordneter Bernd, lassen Sie eine Zwischenfrage am Mikrofon 7 zu. Frau Messin, bitte, Frau Abgeordnete. Ja, lieber Christoph, der Ministerpräsident hat ja so schön im Vorfeld des Migrationsgipfels immer von der Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsländer gesprochen. Nun wissen wir, glaube ich, alle noch nicht, was dabei rausgekommen ist und hätten das auch erwartet. Wir wissen aber, dass mittlerweile selbst Dänemark in den westlichen Teil Syriens abschiebt. Wie ist denn deine Position dazu? Herr Abgeordneter Bernd, bitte. Vielen Dank für diese Zwischenfrage. Ich finde Dänemark, das von Sozialdemokraten regiert wird, widerlegt klassisch die Behauptung, die immer wieder von der SPD, von den Grünen brauchen wir nicht zu reden, die sind nicht diskussionsfähig, aber von der SPD verbreitet würde, Mitmenschlichkeit würde keine Zuwanderung kennen. Das Gegenteil ist der Fall. Menschlichkeit kennt Grenzen. Mitmenschlichkeit würde keine Obergrenze kennen. Menschlichkeit kennt Obergrenzen. Menschlichkeit kennt Grenzen. Jedes menschliche Handeln ist begrenzt. Und Dänemark macht es richtig, indem es den unbegrenzten Zustrom von Asylbewerbern stoppt. 2015 hatte Dänemark 20.000 Zuwanderer, soweit ich mich erinnern kann, und 2018 waren es nur noch 1.000. Es geht im Rahmen eines demokratischen Staates, es geht mit rechtsstaatlichen Mitteln, man muss nur wollen. Und Sie von den Fraktionen hier, Sie wollen nicht. Und Sie, Herr Woidke, Sie haben so unglaublich versagt. Und wir ahnen auch, warum Sie so versagt haben. Wahrscheinlich waren Sie viel zu sehr damit beschäftigt, den RBB zu regulieren, damit er dort in der Lausitz positiv über den Strukturwandel berichtet oder damit er diese Hetzkampagne in Gang setzt gegen einheimische Schüler, ohne dass beide Seiten gehört wurden. Auch das, Herr Woidke, ist jämmerlich und blamabel. Ich sage es noch mal. Ich habe hier schon manchen schlechten Auftritt von Regierungsvertretern erlebt. Aber einen so schwachen Auftritt in einer so brisanten Lage habe ich noch nicht gehört. Herr Woidke, Sie und Ihre Regierung sind fertig. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.